Hallo, hier ist wieder Karl Richter aus dem tiefen Keller der Weinzeche. Den Wein, den ich Ihnen heute vorstelle, ja, der kommt aus einer der berühmtesten Weißweinortschaften der Welt, nämlich aus Chablis. Chablis ist ein kleiner, verschlafener Ort im nördlichen Burgund. Nördliches Burgund, das heißt schon, das geht schon ein bisschen Richtung nach Paris. Und Chablis ist eine weltberühmte Weißweingemeinde. Die einzige Rebsorte, die dort angebaut wird, ist Chardonnay. Also jeder Chablis ist immer zu 100% ein Chardonnay. Das Weingut, was wir heute haben, Domaine Alain Geoffroy, ist eines der alteingesessenen Traditionsunternehmen. Dort werden sehr klassische, natürlich Furzknochen, trockene Chablis hergestellt, die auch über eine lange Reifeperiode verfügen. Der Wein, den wir heute im Glas haben, ist ein Premier Cru, also ein Chablis von prädestinierten Lagen. Beaujoire ist der Name dieses Weinberges, sehr bekannt, bringt tolle Weine hervor, wenn sie in den richtigen Händen gemacht werden. Und Alain Geoffroy ist so ein Typ, der kann das einfach, der macht lupenreine, glasklare, klassische Chablis, die wenig Holzkontakt haben. Das ist heute ein großes Thema. Wie viel Holzkontakt gönnt man dem Chablis? Aber er verzichtet weitgehend vor allem auf neues Holz. Also sein Beaujoire aus dem Jahrgang 2012 ist ein wirklich großer Klassiker der Region. Reiner Chardonnay, wie man ihn sonst auf der Welt fast überhaupt nicht findet. Der Wein ist knochentrocken, duftet, ja, ganz typisch für Chablis, nach Mineralien, nach kaltem Stein, ein bisschen nach Zitrus, Apfel und Birne, ist am Gaumen ganz, ganz trocken, mit einer feinen Säure, einem Superschmelz und einem auch wieder ganz typischen mineralischen Nachklang. Wenn man den Wein runterschluckt, merkt man das hinten. Ja, wozu trinkt man Chablis? Chablis ist natürlich ein perfekter Begleiter zu Edelfischen, zu Meeresfrüchten, Muscheln, Scampis, alles, was so an edlem Kram aus dem Meer kommt. Aber halt auch sehr gut zu hellem Fleisch, zu Huhn, zu Kalb oder auch zum Spargel. Großartige Kombination, frischer Spargel mit einem super Chablis. Haben wir hier im Glas. Ja, der Wein schmeckt jetzt schon sehr, sehr gut, aber ich bin mir sicher, dass der als 2012er noch in 10 Jahren genauso viel Spaß machen wird. Kürzlich habe ich nämlich einen 10 Jahre alten, genau den gleichen getrunken. Der Wein war in perfekter Verfassung. Und das zeigt eigentlich auch, dass diese Art von Weißweinen, wenn sie aus einem großen, hochwertigen Keller kommen, einfach das Zeug zur Reife haben. Ja, kann ich nur empfehlen und nicht vergessen, no wine, no party.